Hallo Leute, The Return of Heftvorstellung. Da hatten ja viele von euch im Netz gefordert, dass wir sowas wieder machen. Und das ist natürlich auch in unserem Sinne. Bei den ersten beiden Ausgaben hatten wir so viel zu tun, so viele andere Sachen zu tun, dass es einfach in Vergessenheit geraten ist. Wie ihr wisst, war das letzte Jahr auch nicht ganz so einfach für uns. Aber naja, wenn irgendwo eine Tür zugeht, dann geht woanders eine andere Tür auf, wie man so schön sagt. Und wir haben ja etwas Neues aus dem Heft gestampft. Es gibt jetzt inzwischen drei Ausgaben von uns, die ihr toll supportet habt. Vielen Dank dafür. Vor einem halben Jahr, als wir angefangen haben damit, da war das noch in ganz weiter Ferne für uns, drei Ausgaben in Händen zu halten, zumal wir gar nicht wussten, ob wir die erste fertig bekommen und das auch nur so gerade geschafft haben. Der Vorlauf war ja ziemlich kurz. Und es gibt deswegen auch relativ viele Fehler im ersten Heft, wie einige von euch ja auch festgestellt haben. Zum Beispiel die Ü-Strichelchen über dem Ü, die waren verrutscht. Also die Ü-Strichelchen waren am Anfang nicht ganz parallel und sollten dann berichtigt werden, ist vergessen worden. Solche Sachen sind überall im Heft. Man sieht auch bei einigen Seiten, dass es noch ein bisschen gestaucht ist vom Layout, dass teilweise der Platz fehlt, dass zu viel Schrift für zu wenige Seiten da war. Wir wollten dann aber auch nichts wegschmeißen. Zumal ja die Hauptgeschichte beim ersten Heft, Heißes Eisen 2014, Deutschland explodiert, unser Szeneüberblick, der betont nicht Retro sein sollte, sondern der die jetzige Szene, die wir in Deutschland haben, oder im deutschsprachigen Raum haben, sage ich mal, auf die man ja auch stolz sein kann, weil hier verdammt viel passiert, die das alles abdecken sollte. Und wir wollten nichts wegwerfen, wir wollten halt sowohl unsere Topscheiben drin haben, als auch die Labels, die wir für innovativ halten, runde Tisch und so weiter, aber das habt ihr alles gesehen. Will jetzt nicht zu viel über Vergangenes reden. Beim zweiten Heft mit dem Doom Special haben wir dann einige Dinge schon etwas besser in den Griff bekommen, was das Heft und was das Text- und das Fotoverhältnis betrifft. Zumindest hoffe ich, dass das so ist. Es gibt sicherlich auch hier noch Sachen, die zu gedrungen aussehen und es ist auch ein bisschen chaotisch, wobei das Chaotische bei euch gar nicht so schlecht ankommt, habe ich das Gefühl. Also es gibt relativ viele Zuschriften, die sagen, dass das eben auch den Fanzine-Charakter des Heftes ausmacht und ja, ein Fanzine sind wir ja in der Tat. Alle Leute, die sich hier zusammengefunden haben, sind Leute, die, das haben wir auch öfter schon im Heft betont und das muss man auch betonen, sind ja Leute, die auf ihre Art alle Opfer gebracht haben, um dabei sein zu können. Die also entweder woanders jetzt bedeutend mehr Geld verdienen könnten oder eine andere Position inne hätten oder ja, auf jeden Fall, sagen wir mal, nicht so dastehen würden wie jetzt momentan, wo wir hier was aufbauen, was natürlich schwierig ist und was bedeutet, dass die Leute erstmal am Anfang alles investieren müssen und nicht viel rausbekommen, Zeit und Geld und so weiter. Deswegen bin ich wirklich stolz auf unser Team. Also das sage ich mit aus vollster Überzeugung und das betrifft nicht nur die Leute, mit denen ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe, die ich natürlich schon lange kenne und die ich auch beurteilen kann und deren Charakter ich auch beurteilen kann, sondern das betrifft auch die neu in Anführungsstrichen zu uns Gestoßenen. Da sind Leute dabei, die Angebote von größeren Verlagen ausgeschlagen haben und abgelehnt haben, um bei uns sein zu können, die alle in der Szene auch schon was gemacht haben, die ihr alle auch kennt. Ist, ja, ich nenne jetzt besser keinen Namen, weil dann vergesse ich einen anderen und jeder, den ich auslasse, das wäre schade, weil alle gehören zum Team und alle haben von sich aus auch irgendwas dazu beigetragen. Ja, das dritte Heft, was ja eigentlich heute vorgestellt werden soll, das ist ja der Grund dieser Heftvorstellung, ist das hier. Ja, Nummer 3, ab heute am Kiosk. Und hier war das Problem, wenn wir uns zusammensetzen und uns überlegen, wie wir Themen anfassen oder was wir überhaupt machen, dann setzen wir uns meistens bei Himmelstein ins Wohnzimmer, weil der hat das schönste Wohnzimmer von uns allen und hat auch den besten Vinylplattenspieler zu Hause. Und da legen wir eine nette knisternde Platte auf. Beim letzten Mal lief Lee Aaron, witzigerweise, und seine Freundin Dirty Dörte reicht uns dann die Kekse und regt sich auf, dass wir den ganzen Haushalt leer futtern. Vor allem Frank und ich, wir können das am besten. Naja, also wir setzen uns dann dahin und reden über Heftthemen und über mögliche Specials und so weiter.
Und da war relativ schnell klar, dass das, was uns ja alle verbindet, eigentlich der Fanatismus ist, also die Sammelleidenschaft, dass man eben jeden Pfennig, den man hat, sofort in den nächsten Plattenladen trägt und auch gar nicht anders kann. Also es erscheint ein neues Lieblingsalbum von oder neues Album von deiner Lieblingsband und du musst einfach diese Platte haben, egal ob du besser vielleicht in den Supermarkt gehen solltest und dir noch ein bisschen Brot kaufen solltest, man geht besser in den Plattenladen und holt die Scheibe und wir sind alle so. Bei dem einen ist es halt Underground Black Metal, bei dem anderen ist es Prog Rock, beim dritten oder bei der dritten ist es Hard Rock oder EOA, also wie auch immer. Jeder von uns hat seine Sammelgebiete und wir alle sind elektrisiert, wenn es irgendwo was gibt, was wir haben müssen oder wenn irgendwo auf einer Plattenbörse ein gut sortierter Plattenstand ist, den man durchwühlen kann. Das sind eigentlich die schönsten Momente und das ist das, was uns auch im Kern hier eigentlich zusammenhält. Also war klar, wir müssen mal irgendwas machen über das Thema Sammeln. So, und das darzustellen auf dem Titel war schwierig. Wir haben da diverse Anläufe gebraucht und manche Sachen sahen auch einfach schlimm aus. Die Ideen sind da nicht weiter verfolgt worden. Und unser Cover-Layouter, der Bart, übrigens ein Belgier, der dann auch von sich aus nicht merkt, ob Ü-Strichelchen fehlen und so, der hat dann halt, die Vorgabe war, dieser Totengräber, den die Sammler von euch von einer legendären Thrash-Platte her eigentlich kennen müssten, aber naja, so ganz offensichtlich ist es nicht. Dieser Sammler gräbt eben Schätze aus und die Schätze fliegen ihm um die Ohren. So, und das seht ihr ja hier. Also der Yellow Goat von Bathory und Maiden und eine alte Morbid Angel und Merciful Fate Bootleg und so weiter. Und eine rare Running Wild Single, EP natürlich, also Maxi-Single. Und das war die Vorgabe und er hat dann halt noch den Friedhof dazu gebastelt und das fanden wir eigentlich dann auch ansprechend und gut umgesetzt vom Thema her. Hatten aber das Problem hinterher beim Layout, dass natürlich wieder nicht alles reingepasst hat. Wir hatten Unmengen an Material, wir haben Interviews gemacht mit, das darf ich jetzt noch gar nicht sagen. Auf jeden Fall hatten wir viel zu viele Geschichten, die auf diese 16 Seiten nicht passten. So, wir haben dann angefangen mit diversen Leckerbissen aus unserer Sammlung, wo wir einfach das Bedürfnis hatten, irgendwas drüber zu schreiben, irgendwas zu erzählen. Dann haben wir allgemeine Überblicke drin über besonders sammelwürdige Bands. Wir haben aber auch uns Gedanken gemacht, ob man nur Vinyl sammelt oder ob auch CDs inzwischen halt sammelwürdig sind. Laut Martin Brandt sind sie das. Also ich persönlich bin eher Vinylsammler, aber es gibt natürlich auch inzwischen jede Menge CD-Raritäten und Sachen, die hochpreisig sind, wobei es beim bei dem Wort Rarität oder bei dem Einschätzen von dem Wert einer Scheibe natürlich nicht darum geht, wie teuer sie ist, sondern es geht natürlich darum, was man für ideelle Werte damit verbindet, ob man lange danach gesucht hat, ob das Ganze stilprägend war für irgendein Genre. Also es gibt ja ganz andere Kriterien, die da noch eine Rolle spielen und die gibt es natürlich auch in der CD. Im CD-Bereich. So, Martin Brandt hat also eine Story gemacht über CD-Raritäten und hat da eigentlich, ja, so ziemlich aus seiner Sicht das abgedeckt, was man kennen muss oder was man sich auf die Suchlisten schreiben muss. Dann geht es wieder weiter hier mit verschiedenen Einzelstücken oder mit verschiedenen Bands, die abgehandelt werden. Dann hat Manuel Trummer, den Namen kennt ihr sicherlich, auch von Atlantic Codex, aber einer unserer ich würde mal sagen, besten Schreiber, weil er einfach in einem oder in verschiedenen Bereichen so viel Ahnung hat, dass er da unangreifbar ist. Zum Beispiel im Bereich Proto-Hardrock. So Proto-Hardrock, Proto-Metal, das sind so Schlagworte, die sind so aufgekommen in den letzten Jahren. In den 80ern hat eigentlich kein Mensch den Namen Proto-Metal jemals gehört oder über Proto-Hardrock spekuliert. Da gab es halt nur Hardrock und Metal. Inzwischen gibt es aber auch die Vorläufer davon. Oder inzwischen sind die verstärkt entdeckt worden. Und Manuel hat zum Beispiel, was ich sehr spannend fand, eine Platte ausgegraben von Stonewall, hat das betitelt, die eine Platte aus den 70ern, die du nie besitzen wirst, hat dazu eine sehr interessante Geschichte geschrieben. Das ist jetzt das Juwel unter diesen Dingen. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen, die geläufiger sind, wie zum Beispiel die Erstpressung von der ersten Led Zeppelin. Oder Leafhound ist eine Band, die inzwischen unter 70er-Jägern sehr geläufig ist, die aber sehr, sehr teuer auch ist.
Und Manuel hat darüber geschrieben, hat auch die Geschichte des sogenannten Vertigo Swirls erzählt. Das ist also ein Markenzeichen für besonders sammelwürdige Platten. Ja, das wissen die Sammler auch längst, aber hier erfährt man es eben nochmal. Dann gibt es einen runden Tisch mit verschiedenen Leuten, die zu diesem Thema was zu sagen haben. Fans, Musiker, Plattenfirmen, Leute. Finde ich sehr interessant. Natürlich haben wir auch die normalen Interviews im Heft mit Bands, die gerade aktuell sind. Postmortem hier. Aber da sollte ich vorne anfangen, sonst überblätter ich irgendwas. Andreas Schulz ist begeistert von der neuen Blind Guardian. Ich habe mir dazu ehrlich gesagt noch kein Urteil gebildet bis jetzt. Wir haben ein kleines Interview mit Exciter. Wolf hat die neue Scorpions gehört, ist da ziemlich begeistert. Oh, hier, das muss ich erwähnen. Fenris, der normalerweise nie die Wohnung verlässt, ist das erste Mal auf einem Festival gewesen und hat ein Festival, war nicht zum ersten Mal auf einem Festival, war auch schon wiederholt, aber er war das erste Mal als Reporter auf einem Festival und hat ein Festival-Review abgeliefert und wir haben uns hier teilweise schief gelacht. Also warum werdet ihr selber feststellen, wenn ihr es lest, dass der Typ ist einfach einzigartig. Also ich kann es nicht anders sagen, ohne jetzt irgendwas zu verraten. Wie der Typ ein Festival-Review angeht, ist ja, es ist typisch Fenris einfach. Super. Also das ist das Salz in der Suppe, sowas für mich. So, dann haben wir hier vier Seiten Carnivore, ganz wichtig. Die Idee hatte Paul Köhler. Wir haben uns dann zusammengesetzt und haben gedacht, das erste Carnivore-Album wird bald 30 und ist natürlich für uns alle auch ein ganz wichtiger Meilenstein des frühen Thrash oder damals hieß das noch US-Power-Metal oder Hardcore-Metal oder wie auch immer, ist egal. Auf jeden Fall ist es natürlich ein Klassiker, gar keine Frage. Und Paul hatte die Idee, darüber was zu machen, hat auch den Großteil dieser Geschichte geschrieben. Es gibt Interviews mit Zeitzeugen, zum Beispiel ist der Original-Drummer Louis wird interviewt, übrigens das letzte noch lebende Bandmitglied. Dann Monty Connor, das ist der Typ von Roadrunner, der die Band damals gesigned hat, der sehr interessante Sachen zu erzählen hatte über Pete und über die Band und über den Background. Dann haben wir uns aber natürlich auch mit dem politischen Hintergrund der Band auseinandergesetzt. Denn das Innencover des ersten Carnivore-Albums, was offensichtlich mal das Frontcover sein sollte, hat natürlich für gewisse Kontroversen gesorgt und auch darüber bestimmte Erklärungen und Einblicke, die ihr hoffentlich interessant findet. Air Raid haben wir eine Doppelseite im Heft. Chris Black haben wir ein vierseitiges Special. Chris ist einer der umtriebigsten Musiker der US-Szene und gerade in Zeiten, als in Amerika eigentlich es gar keine richtige Metal-Szene mehr gab, sondern nur noch New Metal und Extreme Metal und alles, was irgendwie vermarktbar war, also alles, was nach Marilyn Manson kam und die richtige Metal-Szene eigentlich im Underground verschwunden war, da hat Chris Black zum ersten Mal so richtig auf sich aufmerksam gemacht mit Bands wie zum Beispiel Superchrist, High Spirits gibt es ja auch schon länger und Dawnbringer gibt es eigentlich schon länger und Pharaoh und so weiter und Ektor, sein neues Ding, das jetzt kommt. Wir haben vier Seiten halt über Chris gemacht, haben mal versucht, alles abzudecken, was der Mann so bislang geschaffen hat und versucht rauszufinden, wie er so tickt. Das haben wir schon gehabt, das Sammler-Special, haben wir darüber geredet. Postmortem, dann Leserbriefe. Ja, da muss ich sagen, Leute, ihr seid klasse. Es ist mit das Schönste jeden Monat oder alle zwei Monate die Leserbriefe zu lesen, die Wolf bei uns vorsortiert. Und dann einfach das auf sich wirken zu lassen und ja, wie soll ich sagen, also ich bin da jedes Mal sehr gerührt und ich bin sehr dankbar dafür, dass es so viel Solidarität gibt in der Metal-Szene und so viele Leute, die auch wirklich tun, was sie sagen, was nicht selbstverständlich ist heutzutage, da weiß ich ein Liedchen von zu singen, aber es gibt diese Leute und ja, die versammeln sich beispielsweise auf diesen Seiten und für mich immer ein Highlight in jedem Heft. Feuerwölfe, Avatarium, Brutus Lieblingsband. Wenn man mit Brutus redet, das Wort Avatarium erwähnt, dann sollte man vorher Urlaub genommen haben und zwar mehrere Tage, sonst geht das schief. Marduk von Wolf. Dann haben wir eine neue Serie, die wir Entartete Kunst genannt haben. Der Begriff, oh, da fällt ein Poster raus, gucken wir uns gleich an. Der Begriff Entartete Kunst hat etwas für
ja, wie soll ich sagen, für Stirnrunzel gesorgt bei einigen Leuten, obwohl ja eigentlich klar ist, die entarteten Künstler sind die, die damals von den Nazis schräg angeguckt worden sind und die, die wir hiermit promoten. Also ist das Ganze eigentlich politisch nicht misszuverstehen, aber es gibt immer Leute, die wollen alles missverstehen und gut, ob man das witzig findet oder nicht, ist natürlich eine andere Frage. Da hat sicherlich nicht jeder denselben Humor, auch übrigens hier im Hause nicht. Also es gibt hier Themen, wo wir uns durchaus sehr streiten. Frank findet es überhaupt nicht witzig, wenn man ihm seine Hähnchen klaut. Wir finden das sehr witzig, aber da geht es zum Beispiel schon auseinander. Apropos Frank. Frank hat sich mit Russell Allen und Jorn Lande auseinandergesetzt und hat gesagt, Jorn Lande ist schlimmer als King Diamond oder besser als King Diamond. Kann man also sehen, wie man will. Er hat stundenlang auf unseren Frank eingequatscht und eingequatscht und eingequatscht und irgendwann ist Frank eingeschlafen und hat dann am nächsten Tag die Story geschrieben, die aber dann auch trotzdem lesenswert war. Also Jorn hat auch genügend Sachen untergebracht, die interessant sind. So, Night Demon, Platte des Monats übrigens bei uns geworden, oder Platte der Ausgabe, muss man ja jetzt sagen. Ich finde es auch sehr stark. Thunder Mother von Chris ausgegraben, eine Frauen-Heavy-Rock-Band, die sehr nach AC/DC klingt, aber doch auch genug Eigenes hat, sodass wir sie ins Heft genommen haben. Sie hätten das natürlich nicht gemacht. The Project Hate, MCMXCIX. Ja, also machen wir es kurz. The Project Hate, eine weitere Lieblingsband von Brutus. Auch da Vorsicht, wenn ihr Brutus trefft, nicht das Wort The Project Hate erwähnen. Sonst ist die Hölle offen. Soulburn, Trial. Oh, hier. Hier fangen die Under a Funeral Moon Seiten an. Die werden übrigens immer layoutet von unserer Nine. Nine ist die, die die kontroversesten Reaktionen mit ihren Noten erzielt. Aber Nine ist auch ein sehr cooles Mädel. Ich weiß gar nicht, darf man Mädel sagen? Klingt das abwertend? Wie auch immer. Eine sehr coole Frau, die bei uns arbeitet, die eigentlich das Layout macht. Und oder eine der Layouterinnen ist und unter anderem die Under a Funeral Moon Seiten zusammen bastelt. Und die hat da immer sehr viel Spaß dran, weil sie selber sowas hört. Und Nine ist diejenige, die beim Hell's Pleasure die Bands zum Großteil gebucht hat und ausgesucht hat. Und wenn ihr euch die Hell's Pleasure Lineups anguckt, da wisst ihr ungefähr, was Nine so hört. So, hier ist ein großes Special über Nidrosian Black Metal. Was auch immer Nidrosian Black Metal ist, erfahrt ihr hier bis ins allerletzte Detail. Das kann ich euch versprechen, da wird nichts, bleibt nichts unbeantwortet. Wolf Rüdiger, Felix und hat da noch jemand mitgemacht? Ich glaube, Manuel war auch noch beteiligt. Naja, also die ganze Crew, die sich um unsere schwarzen Seiten kümmert. Oh, Manuel hat was über Barbarian Wrath gemacht. Barbarian wäre einfacher gewesen. Barbarian Wrath gemacht, auch sehr interessant. So, dann die üblichen Reviews und so weiter. Da muss ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Som, interessante neue Band in dem Bereich. Oh, hier, ein Highlight für mich. Lucifer's Friend, das ist das, worauf ich selber wirklich jahrelang warte, dass irgendjemand mal um die Ecke biegt, der richtig Ahnung von sowas hat und der nicht nur das Lucifer's Friend Debüt kennt, was ja eigentlich jeder Hardrocker kennen sollte, sondern der auch weiß, was die Band sonst noch so alles gemacht hat. Also man kennt noch Mean Machine, weil das ein Metal-Album der 80er war, aber alles, was zwischen Mean Machine und der ersten Lucifer's Friend liegt, ist eigentlich ein grauer, nebliger Bereich, den kein Mensch so richtig aufdröseln kann. Manuel kann das, hat das sehr gut gemacht und das ist für mich ein Highlight. Forgotten Jewels, muss ich jetzt nichts weiter zu sagen. The Duskfall. So, dann haben natürlich auch wir, wie alle anderen Hefte, einen Jahresrückblick 2014. Das Jahr 2014, wie gesagt, war für uns sehr, sehr bewegt, in positiver wie in negativer Hinsicht. Mehr aber in positiver Hinsicht. Und deswegen findet man auf unserem Rückblick 2014, den der Tyson mit höchster Kunst zusammengefügt hat. Das waren ganz viele Elemente und Fotos und kleine Sachen und so weiter. Das alles auf diesen Seiten unterzubringen, ist also eine Kunst für sich, hat aber geschafft. Und da liest man also, was uns so dieses Jahr durch das Jahr begleitet hat. Jeder durfte sich eine Story aussuchen oder eine Band aussuchen, über die er dann noch eine kleine Story gemacht hat. Und die Rückblicke sind alle etwas anders. Also der Fenris-Rückblick ist anders als der Paul Köhler-Rückblick.
Und Volkmar Weber hat was ganz anderes in diesem Jahr gesehen als Martin Brandt und Chris Walker was anderes als Andrea Schulz und so weiter. Und hier haben wir den Stappert und den Kosig und den Neudi und den Wolf Rüdiger und den Manuel und den Jakob. Ja. Ach, und dann natürlich der Paul Bogen. Ihr seid gefragt. Ihr sollt uns natürlich auch mitteilen, was ihr so dieses Jahr gut fand, was nicht. So, und dafür haben wir dann auch ein paar ordentliche Preise eingekauft. Also wir wollten einfach nicht dieselben CDs anbieten, die alle anderen anbieten, auch wenn damit jetzt nichts verkehrt ist. Und ihr könnt bei uns auch aktuelle CDs gewinnen. Das ist alles schön und gut, aber wir wollten noch so ein paar Leckerbissen dabei haben, die so etwas aus dem Rahmen abfallen und die hier also wirklich zum Verschicken liegen und nicht um in Franks oder Himmelstein Sammlung zu verschwinden. Also wir haben hier eine Maiden-Box, wir haben hier eine Jack Panzer-Box, wir haben hier Cannibal Corpse, Moment, das muss ich mal ausklappen, das ist sonst nicht zu sehen. Cannibal Corpse, da ist eine Picture-Disc dabei, 4 CDs und eine Picture-Disc drin, also sehr edel das Teil auch. So, und das und eine Deep Purple-Box. So, die werde ich jetzt aber alle nicht öffnen, das dauert zu lange. Und da in der Ecke steht noch eine ganze Kiste mit allerlei Platten, die alle entweder limited sind oder besondere Verpackungen haben oder was auch immer. Also die werden wir hier über die Feiertage oder gegen Jahresende, wenn die Pollbögen alle da sind und wenn es an das Auswerten geht, dann werden wir hier jede Menge Päckchen packen und an euch verschicken. So, Zeit fürs Poster. Blizzard of Oz war natürlich Ozzy und Randy Rhoads. So geil ist Ozzy mal gewesen. Unglaublich. Sieht aus, als wenn er gerade aus der Klapsmühle im Laufen ist. Und auf der Rückseite eines der Scorpions Kult-Alben als Poster. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich hoffe überhaupt, die Poster gefallen euch. Aber die Reaktion, die ich mitgekriegt habe, die sprechen eigentlich eine deutliche Sprache. Ja, dann haben wir hier unsere Serie Die Szene bist du von Manuel. Es geht diesmal darum, wie mache ich eine Seven-Single und wie viel kostet das, lohnt sich das und so weiter, was muss ich an Geld haben. Dann haben wir hier The Dungeons Are Calling, das ist unsere Underground-Rubrik, die so Richtung traditioneller Metal, True Metal geht, aber in den Underground zielt. Das machen bei uns Olli Weinsheimer, Martin Brandt und Michael Kosig, so auch diesmal. So, dann der Soundcheck, dass Night Demon Spitzenreiter sind, hatte ich schon gesagt. Chapel of Disease sind die Nummer 2, meine momentane Lieblingsscheibe, die neue Chapel of Disease. Höre ich momentan am öftesten, aber ist halt nur Nummer 2 geworden. Nummer 3 sind Trial, so, mehr sage ich nicht dazu. Gressing Reviews müsst ihr euch selber durchlesen und ich denke mal, auch layouttechnisch ist es diesmal nochmal, es ist eine Entwicklung, denke ich, zu sehen von Heft 1 zu 2 zu 3, gerade auch auf den Review-Seiten. Das ist immer ziemlich schwierig, da alles unterzubringen, aber ich hoffe, dass es jedes Mal so ein kleines bisschen besser wird und dass ihr damit auch zufrieden seid. So, Demos sind natürlich dabei und DVD-Reviews und so weiter. Was haben wir denn hier? Heavy Metal Hunter, Hammer of Doom, ein tolles Festival, wie wir fanden, wie auch das Stromgitarrenfest. Oh, und dann war Wolf in Trondheim beim Laudata Nex Magica mit Mare Cult of Fire, Bölzer und so weiter. Das ist auch interessant zu lesen. So, ja, damit sind wir eigentlich durch. Es folgen noch ein paar Live-Reviews weiter hinten im Heft, die ich jetzt aber nicht alle einzeln aufdrösel. Ich habe auch jetzt, weiß Gott, genug gelabert, glaube ich, ne? Oder? War lang genug? Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr belabert. Wenn doch, werdet ihr inzwischen längst ausgestellt haben, dann ist es auch egal. Aber wir haben uns ja auch länger nicht gesehen auf diese Art und Weise. Und so, ich möchte im alten Jahr nicht versäumen, euch nochmal ganz herzlich zu danken für euren Support, den ihr uns gegeben habt, ohne den wir diese drei Ausgaben nicht hätten machen können. Und ich hoffe, dass wir 2015 noch viel mehr Spaß zusammen haben. Ich wünsche euch alles Gute, ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr und dass wir uns alle bei irgendeinem Event bald sehen und viel Spaß zusammen haben. Danke und bis bald. Tschüss.